Hallo und herzlich willkommen in meiner Bastelecke. Heute habe ich den dritten Teil meiner Reihe Basteln mit den neuen Actionstanzen für dich. Und ich habe mir für dieses Video diese Stanze dann genommen. Ja, was soll ich sagen? Also das ist eine Stanze, wo ich am Anfang gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich die brauche. Aber habe sie dann doch mitgenommen, weil es ja ganz gut ist, wenn man da immer wieder so kleine Etiketten hat, wo man dann einen Spruch draufstempeln kann. Und das dann irgendwo auf eine Karte drauf gibt. Das geht relativ schnell. Und ja, genau deswegen habe ich mir die eigentlich mitgenommen. Habe jetzt aber beim Basteln gemerkt, dass man damit schon echt richtig viel auch machen kann. Und wir werden heute gemeinsam eine Vintage-Karte basteln. Und zum Schluss zeige ich dir dann natürlich noch viele andere Beispiele. Du kennst es ja schon aus den letzten Videos. Also wünsche ich dir viel Spaß dabei. Für meinen Kartenaufleger habe ich mir jetzt schon einmal zweimal dieses komplette Gebilde ausgestanzt. Und dann brauchen wir einen Schmierzettel. Und auch ein Distressoxid. Ich habe jetzt ein braunes genommen. Man kann aber natürlich auch jedes andere bunte Stempelkissen nehmen. Und ich werde mir das jetzt so ein bisschen einfärben, dass das alles noch ein bisschen mehr so einen Used-Look bekommt. Es muss gar nicht genau sein und überall die Farbe gleich verteilt sein. Einfach, dass man eine schöne Struktur auf das Stanzteil draufkriegt und man kann jetzt da, wenn man die nebeneinander haltet, schon sehen, dass man da auf jeden Fall schon einen farblichen Unterschied sieht. Das mache ich auch noch mit dem zweiten. So. Passt. Dann sind meine Teile mal eingefärbt. Dann brauchen wir die Unterlage, lasse ich mir gleich. Dann brauchen wir einen Kartenaufleger und zwar ist meiner wieder 10x14,5 cm. Der hat jetzt auch schon so ein bisschen so einen Chevy-Chic-Look. Ist aus diesen Papierblock, das ist Vintage Travers, den hat es auch vor Ewigkeiten mal beim Action gegeben. Von dem habe ich noch auch zwei Stück zum Aufbrauchen. Also habe ich mir da dieses Blatt Papier rausgenommen. Und dann ist mein Plan, dass ich mir diese ausgestanzten Etiketten dann einfach so auf meinem Aufleger platziere. Das Stück, das können wir natürlich dann da wieder anschließen und da oben haben wir auch. Also an und für sich sollte man eigentlich mit zwei Stanzteilen auskommen. Und dann nehme ich mir gerne mal den Flüssigkleber und verteile mir da den Kleber drauf. Man kann natürlich auch dieses Stanzteil aus so selbstklebendem Papier ausstanzen oder irgendwo so klebende Folie dahinter legen, dann tut man sie dann natürlich leichter, wie wenn man dann überall den Kleber erst auftragen muss. Aber ich finde, dadurch, dass man das dann auch eventuell noch ein bisschen verrutschen kann, das ist ganz praktisch, mit Flüssigkleber aufzukleben. Und es muss nicht überall genau gleich viel Kleber drauf sein, sondern einfach nur dort, wo es jetzt halt gut kleben soll. Schauen wir mal, wie wir das da drauflegen. Aber ich glaube, so finde ich es ganz schön. Und das andere soll natürlich jetzt nicht ganz so gleich sein. Das werde ich mir so dazulegen. Das heißt, da brauche ich jetzt nur auf dem oberen Teil meinen Kleber verteilen. Weil der Rest steht ja dann sowieso drüber, wenn wir das bekleben. So, das müsste eigentlich reichen. Und gebe mir das da an. Nicht verrutschen. So. Dann nehme ich mir eine große Schere, drehe mir das um und schneide mir dann von hinten einfach das ganze Überschüssige weg. Auf der Seite auch gleich. Und da haben wir noch so ein kleines Stück, das drüber schaut. Und schon langsam nimmt es ja Form an. Und dann kann man natürlich schauen, da unten, da kann ich jetzt gleich dieses Teil dann zum Beispiel noch drüber kleben. Also man kann da wirklich sich aus diesen zwei Teilen dann ein schönes Muster dann aufkleben. So, dann schauen wir, was wir da noch haben. Finde ich eher so schöner, weil da kommen mir sonst die zwei Kreise nebeneinander. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Also werde ich da einfach so ein Stück rüber gehen und das so aufkleben. Aber das kann
Du, wie gesagt, so machen, wie dir das dann gut gefällt. Ich finde halt, wenn die zwei nebeneinander sind, schaut das nicht mehr ganz so schön aus. Und deswegen klebe ich das dann einfach so da drauf. Und dann können wir schon wieder schneiden. Nummer 1. Nummer 2. Und auf der dritten Seite auch nochmal. So. Das schaut schon gut aus. Das Einzige, was wir jetzt noch haben, ist da oben. Und da kann ich jetzt so diesen Kreis noch von oben kommen lassen. Und dann sind wir eigentlich schon fertig mit dem Hintergrund. So. Und einmal aufgeklebt. Perfekt. So, das können wir dann schon wegschmeißen eigentlich. Das brauchen wir dann nicht mehr. Da sind eh nur mehr diese Innenteile übergeblieben. Und den Kleber machen wir zu. Schauen, dass das ein bisschen antrocknet und dann werden wir das gleich weiter gestalten. Weiter geht's mit der Dekoration. Dafür habe ich da jetzt verschiedene Vintage-Restpapiere gefunden und ich glaube, das passt ganz gut dazu oder eher das. Schauen wir mal. Das finde ich ganz gut. Das finde ich auch ganz schön, aber ich kann hier auch kombinieren. Das heißt, als erstes werde ich da einmal mir da ein Stück ankleben. Für mich persönlich heißt der Vintage eigentlich auch, dass es immer so ein bisschen mehrere Schichten gibt. Aber Vintage ist einfach so ein großes Thema. Ich glaube, das legt jeder dann für sich selber ein bisschen anders aus. Aber für mich ist halt Vintage wirklich auch, dass man viele verschiedene Schichten hat und unterschiedliche Texturen teilweise auch. So, dann haben wir das. Das werde ich mal so ein bisschen einreißen. Und dann noch mal so drüber geben, vielleicht. Ja, so gefällt es mir nicht. So auch nicht. So machen wir es. So kleben wir das an. Dass wir da wirklich ein paar verschiedene Sachen haben. Jetzt wird es ein bisschen verrutscht. So. Und wir schneiden wieder. Da müssen wir aufpassen, wenn das ein bisschen dünneres Papier ist, das leicht reißt. Dass ich da nicht abrutsche. Passt. Schaut doch schon ganz cool aus. Als nächstes habe ich da noch so Dickens. Die passen mir da eigentlich auch ganz gut dazu. Und so Metallteile habe ich da auch noch gefunden. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich da die vielleicht da unten mit dazu nehmen soll. Das könnte ganz schön ausschauen. Und wegen meinem Spruch muss ich ja auch noch schauen. Da habe ich mir schon vorbereitet von Create a Smile. Gibt es diese Danke-Stanzen und die schauen dann so aus. Und nachdem ich mich nicht entscheiden habe können, wie ich das gern haben möchte, da oben sieht man es gut, habe ich mir einmal den Unterteil schwarz und einmal braun ausgestanzt und dann das jeweilige Bandeau dazu. Und da muss ich jetzt schauen, wie wir das da am besten aufbringen. Aber da gefällt es mir gar nicht, das muss da unten dazu. Ich habe da jetzt ja noch den Innenkreis von dem da. Schauen wir mal. Mal da das Danke drauf geben. Ja. Festgeklebt habe ich es noch nicht. Dann schaut das, glaube ich, ganz gut aus. Oder eher die Variante. Schauen wir mal. Nein, ich bin für die andere Variante. Die gefällt mir besser. Das heißt, ich nehme mir dieses schwarze Teil. Das wäre jetzt natürlich schlauer gewesen, wenn ich das schon aus einer Folie, die selbstklebend ist, ausgestanzt habe. Aber jetzt hinterher ist man natürlich immer schlauer. Und das ist ein bisschen blöd, da jetzt Kleber aufzubringen. Also da würde ich auf jeden Fall empfehlen, das mit einer selbstklebenden Folie auszustanzen. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin.
Und das kleben wir jetzt da drüber. So, schauen, dass das alles schön übereinander liegt. Schaut gut aus und das kommt dann nach unten drauf. Gefällt mir sehr gut. So, das schaut jetzt auch noch ein bisschen langweilig aus. Deswegen nehme ich mir da noch einmal meine Fingerschwammerl und gehe da auch noch mal ein bisschen drüber. So. Und die Außenkanten auch noch mal. Die können wir ruhig ein bisschen dunkler machen. Einfach mit mehr Farbe. Schauen wir jetzt mal das Ticket, dann kommt der Kreis, dann kommt das Danke und die Blume mit jetzt für na, zu viel Glitzer, die können wir da oben hin tun. So mache ich das. Passt, dann nehme ich mir wieder einen Flüssigkleber und gebe mir da die erste Schicht an, in dem Fall das Etikett. Mal, ob ich sonst noch irgendwas hätte, was ich da noch drunter geben kann. Da habe ich noch so ein Blumending. Aber irgendwie so seitlich könnte es vielleicht noch dazu passen. Dann schneide ich mir das zurecht. So. Dann ist da schon wieder gleich viel mehr los. Das da oben rein. Oder? Nein, ich glaube, das wird mir zu viel. Das lasse ich lieber weg. Dann kleben wir uns das Etikett auf. Und dann noch das Danke. Jetzt habe ich das übergegeben. Ihre Kleber drauf. So. Passt. Und dafür werde ich mir jetzt aber ein Glue Dot nehmen. Ihr habt da die von Stick It, das sind von Dopecraft. Das sind eben auch diese komischen Klebepunkte da. Den setze ich mir da relativ mittig rein. Keine Sorge, da kleben wir dann noch was drauf, dass das dann nicht mehr so auffällt. Und den setze ich da hin und in die Mitte. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu groß. Na, das passt genau. Setze ich mir dann einfach noch so mal ein bisschen so Nieten, die hat es einmal beim Action gegeben. Das setze ich mir da einfach drauf. Ja, ich würde es jetzt eigentlich schon so lassen. Das gefällt mir schon ziemlich gut. Vielleicht da oben sonst noch eventuell. Da habe ich noch ein Teil. Ja, das gehen wir noch an. Das reiße ich mir da noch ein bisschen. Und färbe mir das auch noch einmal mit dem Distress-Oxid ein. So, und dann klebe ich mir das auch noch in die Ecke. So. Das macht schon wieder ganz was anderes mit der Karten, finde ich. Also das ist echt richtig cool. Genau. Und jetzt muss ich mir noch ein Kartenrolling raussuchen und dann werden wir das schon aufkleben. Eigentlich muss ich ja schon fast ein Kartenrolling als Kraftpapier verwenden, damit es da gut dazu passt. Schwarz wird eventuell auch noch gehen, aber das finde ich dann ein bisschen zu dunkel. Und den klebe ich mir jetzt einfach noch auf meinen Kartenrolling da drauf, meinen Aufleger. Und dann ist die Karte eigentlich schon fertig. Und das schaut aber echt richtig cool aus mit diesen Etiketten im Hintergrund.
Schauen, dass überall der gleiche Abstand ist. Karte geht in die richtige Seite auf, na Gott sei Dank. Nicht, dass wir das auch noch versemmelt hätten. Und genau, so schaut jetzt meine Vintage-Karte aus. So schaut die Karte jetzt noch einmal aus, die wir gemeinsam gebastelt haben. Also ich finde, das ist eine echt richtig schöne Vintage-Karte, nicht zu überladen. Und ich bin auch froh, dass wir da in der Ecke jetzt noch einmal das Papier geklebt haben, weil sonst wäre es doch ein bisschen langweilig geworden. Also die gefällt mir total gut. Ich habe dann auch noch eine zweite Vintage-Variante, die schaut so aus. Da habe ich aber nur in dem oberen Bereich dann die Etiketten im Hintergrund geklebt und dann aber auch auf das Designerpapier drauf. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Dann noch so eine große Blume als mehr oder weniger Eyecatcher. Unten ein Teil von einer Buchseite und dann habe ich auch nochmal eine Doyle im Hintergrund. Und dieser Spruch, vielen Dank, den habe ich mir jetzt aus zwei Etiketten zusammengestoppelt. Und zwar, wenn man eben dieses große Teil ausstanzt, dann hat man einmal da dieses Etikett als Innending. Ich habe da noch eins liegen, das schaut dann so aus. Und man kann sich aber dann aus diesem Etikett, das dann extra ist, noch einmal was ausstanzen, das dann wirklich da perfekt drauf passt und dann ist das nochmal so hinterlegt. Ich hoffe, man versteht, was ich jetzt gemeint habe. Also das ist auch eine schöne Vintage-Karte, die mir echt total gut gefällt und im Hintergrund dann mit dem Gold schaut super aus, finde ich. Mit den Etiketten im Hintergrund kann man natürlich auch ein bisschen freundlicher arbeiten, nicht nur in diese Vintage-Richtung mit den Brauntönen, sondern da habe ich mir den Hintergrund mit Distress-Oxid-Kissen dann eingefärbt und habe einfach die Etiketten mehr oder weniger weiß gelassen und habe die auch, so wie bei der ersten Karte, über den Aufleger verteilt und habe dann einfach noch so ein paar Blumen dazu gegeben und den Spruch Grund zur Freude auch aufgeklebt. Also das könnte man auch in die Richtung gehen, wenn man es ein bisschen bunter und ein bisschen freundlicher haben möchte. Da könnte ich mir natürlich auch meine Schmetterlinge wieder total gut vorstellen auf so einer Karte, dass man sagt, das ist so eine Art Blumenwiese. Aber mit den größeren Blumen hat mir das jetzt eigentlich besser gefallen. Dann habe ich auch gestempelt. Ich glaube, man sieht es, es ist jetzt nicht so typische Karten, die ich normalerweise mache. Aber es hat trotzdem irgendwas. Und zwar, ich habe mir die Stanze aus Moosgummi ausgestanzt. Man sieht es dann ein bisschen. Habe mir das dann einfach mit Stempelkissen eingefärbt und die Karte dann mehr oder weniger so gestempelt, beziehungsweise mir eigentlich das Papier genommen und habe es dann da draufgelegt, weil das ein bisschen besser gegangen ist. Und dann kriegt man da so einen schönen Stempelabdruck eigentlich hin. Und dadurch, dass man das ja dann mit Moosgummi ausstanzt, hat man auch diese Innenteile aus Moosgummi. Und die habe ich mir dann noch so außen ein bisschen verteilt, weil ich nicht riskieren wollte, dass wenn ich jetzt noch einmal mit dem stempel, dass ich dann in den vorderen Abdruck reinkomme, weil ich dann nicht so gut gesehen habe, wo ich hinstempel. Aber irgendwie hat die Karten was. Also mir gefällt das total gut. Nochmal der große Spruch Happy Birthday und noch ein paar Glitzersteine. Irgendwie ist das eine mega Idee, oder? Also ich bin ganz begeistert von der Karte. Auch wenn sie jetzt nicht ganz so aufwendig ist und ja, auch nicht so viel Technik mehr oder weniger dahinter steckt. Also das ist ein guter Tipp, dass man auch mit Moosgummi sich die Stanze dann ausstanzen kann, um das dann einfach als Stempel zu verwenden. Was man dann auch machen könnte, das ist mir jetzt gerade eingefallen, wenn man das natürlich dann öfter verwenden möchte, dass man sie einfach hinten eine selbstklebende Folie noch drauf gibt und das dann nochmal ausstanzt. Dann ja, kann man das auf einer Acrylblock zum Beispiel dann draufkleben und dann haltet es auch. So, was habe ich da noch? Einmal diese Karte. Finde ich auch total süß mit dem Kofesaurus. Wer meine Videos schon länger schaut, weiß, dass ich den in meinem Kreativbund Adventkalender drinnen gehabt habe. Hätte ich mir selber nie gekauft, aber ich finde den einfach so zuckersüß und genial und bin so froh, dass ich den jetzt habe. Da habe ich das so gemacht, dass ich mir meine große Stanze, die ich mir nicht mit Moosgummi ausgestanzt habe, sondern aus einer Laminierfolie. Ich würde es wahrscheinlich das nächste Mal mit ein bisschen einer stärkeren machen, weil die doch sehr wabbelig ist und weil man da echt aufpassen muss, dass man da ein schönes Ergebnis hinbekommt, habe mir das dann einfach auf meine Karte draufgelegt und wieder mit einem bunten Stempelkissen dann einfach das als eine Art Schablone verwendet. Und dann ist eben dieser schöne Hintergrund entstanden. Da oben, I love you more than coffee. Ist auch ein total schöner Spruch und eine richtig coole Karte, die mir echt gut gefällt. Ich war wieder total kreativ. Die nächste Karte, da habe ich jetzt noch keinen Spruch drauf gegeben. Aber
Ich finde, die ist auch mega geworden. Da habe ich einfach nur in weiß mein Etikett, also das komplette Standsteil mit den Etiketten ausgestanzt. Und man kann es vielleicht in der Kamera sehen. Das hat so einen schönen, ja, ich glaube, man sieht es ganz gut. Das hat so einen schönen Spiegeleffekt. Und da habe ich mir einfach gedacht, ich habe das schon aus der Laminierfolie ausgestanzt gehabt und da habe ich natürlich auch die Innenteile dann nicht wegwerfen wollen und die habe ich mir da einfach in die Mitte reingeklebt und dann schaut es ein bisschen aus, als ob das einen Porzellaneffekt hätte, was natürlich dann auch mit dem Rosenpapier im Hintergrund auch total cool ausschaut. Und ich weiß noch nicht, für wen so eine Karte gut passen würde, deswegen habe ich da noch keinen Spruch drauf gegeben, aber ist auch eine Idee, also dass man sich das dann einfach zum Beispiel mit Transparentpapier oder mit so einer Klarsichtfolie, die man dann ausstanzt, einfach ausfüllen kann in der Mitte. Dann habe ich mir gedacht, ich arbeite einfach einmal nur mit dem anderen Etikett, das da in der Mitte drinnen ist und habe mir so eine Karte gemacht und habe mehr oder weniger das dann als, ja, so eine Medaille, sagt man eigentlich fast dazu, wo dann das Bild dranhängt. Eins, also mehr oder weniger, ja, für den ersten Platz und dann als Spruch, du schaffst das, das schaut ganz gut aus. Den Hintergrund habe ich mir mit einem Prägefolder geprägt und habe dann auch noch, man sieht es glaube ich, so ein bisschen mit, na, wie heißt das? So eine Transferfolie mit Silber, Metallic und habe das da auch so ein bisschen drüber gegeben. Schaut auch richtig cool aus. Eventuell lasse ich euch da auch einmal so einen kleinen Quick-Tipp machen, wie so was gestaltet. Gefällt mir auch total gut die Karte. Und eine habe ich noch zum Schluss. Die schaut so aus. Klar, die Schmetterlinge wieder. Ich habe sie schon angekündigt. Keine Karte ohne die Schmetterlinge zurzeit. Und da habe ich mir wieder einfach nur den kleinen Kreis ausgestanzt. Und dann den jeweils farbig passenden Schmetterling draufgeklebt und im Hintergrund, damit es noch ein bisschen ja, mehr Struktur kriegt, habe ich dann einfach nur so einen Farbklecks, der auch wieder in der passenden Farbe dann drauf ist, geklebt und als Spruch Hallöchen und im Hintergrund, man sieht es jetzt nicht ganz so gut, das ist aber Transparentpapier, was ich da draufgegeben habe. Also das ist jetzt meine letzte Kartenidee zu. Verteilen wir es noch ein bisschen besser. Das ist die Hauptkarte. So. Das ist jetzt meine letzte Kartenidee gewesen zu dieser Stanze mit den Etiketten. Schreib mir wie immer in die Kommentare, welche Karte dir am besten gefällt. Die, die wir jetzt gemeinsam gebastelt haben. Oder eine, die ein bisschen fröhlicher ist, die ein bisschen, ja, heller und freundlicher ist. Und mich würde natürlich interessieren, was du zu der Stanze allgemein sagst. Ob du dir am Anfang gedacht hast, naja, ist nicht ganz so. Aber wie du siehst, die hat wirklich auch sehr viel Potenzial und man kann da super viel damit machen. Und dadurch, dass man eben auch zwei einzelne Etiketten hat, muss man nicht immer alles ausstanzen. Aber dadurch, dass man eben so viele Etiketten auch auf einmal ausstanzen kann, finde ich das echt super, weil man sich da einfach viel Zeit spart, wenn man da wirklich sich das ein paar Mal durchkurbelt und sagen wir mal, weiße Etiketten und dann einen Spruch draufstempeln, das geht immer und das kann man eigentlich immer brauchen. Und deswegen bin ich echt froh, dass ich die mitgenommen habe. Ich wünsche dir jetzt natürlich noch viel Spaß beim Nachbasteln.